Ja, wie schon eingeführt, möchte ich heute die neuen Funktionen Modellkontrolle und Modellvergleich in Vicado vorstellen. Als erstes würde ich eine kleine Übersicht zeigen. Und zwar, werden diese Funktionen entsprechend halt aufgerufen. Das ist dann im Menüband im Register Modell, finden wir diese beiden Schaltflächen, Modellkontrolle und Modellvergleich. Als erstes möchte ich Möglichkeiten für die Modellkontrolle kurz vorstellen. Kontrollmöglichkeiten, die wir zurzeit halt anbieten. Das ist zum einen im Bereich der Modellierung. Da geht es darum, Bauteile herauszufinden, die sich überschneiden. Das kennen wir ja beim Konstruieren. Wer mit Copy und Paste viel arbeitet, der hat das vielleicht schon mal erlebt, dass man aus Versehen vielleicht zweimal eingefügt hat. Dann sind halt Bauteile ineinander. Fällt zunächst einmal gar nicht auf, aber in den weiteren Bearbeitungen kann das schon zu Problemen führen. Dann können wir Objekte mit vielen Polygonen halt ausfindig machen. Das sind dann häufig dann Ausbauobjekte, die vielleicht aus dem Internet als SketchUp-Modelle geladen werden. Die können unter Umständen Performance-Probleme machen. Im Bereich der Bewehrung bieten wir eine Kontrolle an. Dort können innerhalb einer Verlegung Eisen, auf deren Abstand überprüft werden, ob die zu eng liegen. Jetzt muss ich gerade mal das ein bisschen verschieben hier. Der dritte Bereich ist auch ein ganz wichtiger Bereich, der ist jetzt ganz aktuell im letzten Patch dazugekommen. Bauteile im ungültigen Bereich heißt, da geht es darum, Bauteile, die ganz weit entfernt von unserem Nullpunkt liegen, in unserem Modell zu finden und dann entsprechend natürlich auch zu löschen. Gut. Das ist der Dialog dazu. Wenn man diese Schaltfläche anklickt, kann man einstellen, was man kontrollieren möchte. Über die Modellierung, Bewegung habe ich gerade gesprochen. Diese weit entfernten Bauteile, das Suchen, das wird automatisch immer gemacht. Also man muss jetzt keine Option einschalten, sondern das passiert dann automatisch immer. Gut, Thema Modellvergleich. Da gibt es nun verschiedene Anwendungsbereiche, wo man diese Funktion halt verwenden kann. Ich habe mir heute zwei Szenarien überlegt, um diese Funktion vorzustellen. Ein Anwendungsbereich wäre halt in der Kommunikation zwischen dem Architekten und dem Tragwerksplaner, insbesondere bei Projekten, die nach der BIM-Methode projektiert werden. Da muss ja ein Austausch von Daten stattfinden zwischen dem Architekten und dem Tragwerksplaner. Und ich habe das mal grafisch dargestellt. Ich werde heute dann auch in beide Rollen schlüpfen sozusagen. Ich werde also auf der einen Seite den Part des Architekten übernehmen und auf der anderen Seite dann auch den Tragwerksplaner. Gut, der Architekt arbeitet mit einem beliebigen CAD-System. Dort entsteht das Gebäudemodell und der Architekt, so werde ich es heute auch darstellen, vorstellen, der stellt das Modell dann als IFC-Datei für den Tragwerksplaner zur Verfügung. Die MB Worksuite importiert dann diese IFC-Datei und erzeugt dann ein Vicado-Modell daraus. Das ist das aktive Modell, also in dem Modell, wo der Tragwerksplaner arbeitet. Ja, wie es natürlich auch passiert, wie das ein ganz normaler Ablauf ist, es gibt Änderungen. Wie ist dann der Workflow? Und dann kommt halt eben diese Funktion Modellvergleich zum Tragen. Die Änderung wird vom Architekten wieder als IFC-Datei zur Verfügung gestellt. Begleitend dazu hat er Anmerkungen vielleicht gemacht und diese Anmerkungen werden dann im sogenannten BCF-Format gespeichert. Dieses BCF-Format oder dieses Modul, das kann man in Vicado auch als Zusatzmodul dazu lizenzieren. Über den Import wird jetzt ein zweites Modell beim Tragwerksplaner erstellt, das sogenannte Vergleichsmodell. Jetzt haben wir zwei Modelle, einmal das aktive und das Vergleichsmodell. Und beide Modelle können jetzt miteinander verglichen werden und es werden dann halt nach Unterschieden gesucht. Die Unterschiede, die dann angezeigt werden, die können dann übernommen werden, explizit natürlich. Da hat man dann immer noch mal Zugriff drauf, dass man entscheiden kann, was will ich übernehmen, was will ich nicht übernehmen. Wichtig ist halt, es können immer nur Änderungen aus dem Vergleichsmodell in mein aktives Modell übernommen werden. Ja, Änderungen macht natürlich auch der Tragwerksplaner. Aufgrund der statischen Betrachtung müssen vielleicht Abmessungen geändert werden. Die Modelländerungen, die der Tragwerksplaner in seinem aktiven Modell erstellt, die werden dem Architekten zur Verfügung gestellt über einen IFC-Export und natürlich halt auch
als Anmerkungen, als textliche Anmerkungen in Form einer BCF-Datei. Diese Änderungen werden dann halt ja vom Architekten in sein Architekturmodell eingebaut, manuell eingebaut. Und wenn das entsprechend erfolgt ist, hat dann vielleicht im Laufe der Entwurfsphase hat es dann vielleicht noch andere Änderungen gegeben und die werden dann wieder als IFC-Datei zur Verfügung gestellt und dann geht es wieder in diesen Kreis hier rein, es wird ein neues Vergleichsmodell erstellt und das wird wieder verglichen. Das wäre so ein Anwendungsbereich, wo man diese Funktion Modellvergleich ganz gut nutzen kann. Ein anderer Anwendungsbereich wäre, wenn man innerhalb eines Projektes mit mehreren Vicado-Modellen halt arbeiten möchte und sogenannte Varianten vielleicht mal erstellen möchte. Wir haben wieder unser aktives Modell, unser Hauptmodell, in dem gearbeitet wird. Büros, wo mehrere Anwender vielleicht in einem Projekt arbeiten. Da kann jetzt ein weiterer Anwender sich ein Duplikat von diesem Modell halt erstellen und dann ganz losgelöst von dem Hauptmodell eine Variante erstellen, also Änderung vornehmen. Ja, der andere Anwender, der arbeitet in unserem aktiven Modell dann einfach weiter. So, wenn die Variante 1 dann fertig ist, dann kann diese Variante direkt halt mit dem aktiven Modell verglichen werden. Ja, und im Modellvergleich selber bekommen wir dann die Unterschiede, wie wir gleich auch sehen werden, angezeigt und dann können die Unterschiede übernommen werden. Die Varianten oder die Duplikate von einem Modell können also auch schon von einem Duplikat erstellt werden. Also es ist nicht so, dass man immer von dem aktiven Modell ausgehen muss, sondern ich kann also auch von meinem schon erstellten Duplikat der Variante 1 eine zweite Variante Duplikat erstellen und dort meine Ergänzungen, Änderungen vornehmen und die dann mit dem aktiven Modell vergleichen und dann halt gegebenenfalls dann auch übernehmen. Gut, das zum Einstieg als Überblick. Ich starte jetzt unseren Projektmanager und da gehen wir mal ganz nach vorne und ich habe zwei Projekte vorbereitet. Ich habe das ja schon erwähnt, ich werde heute ja beide Parts übernehmen, die des Tragwerksplaners und auch des Architekten. Gut, wir starten mit dem Architekturgebäudemodell. Ich verwende hier natürlich jetzt Vicado, aber hier nochmal der Hinweis, das kann natürlich auch ein ganz beliebiges anderes CAD-System halt sein. Gut, der erste Punkt, das hatte ich in der Übersicht ja schon angesprochen, ist das Thema Modellkontrolle, was ich ansprechen möchte. Und ich starte mal die Anwendung hier und jetzt möchte ich in der Visualisierungssicht das Ganze mal vergrößern, Zoom alles, das kennt ja jeder, das ist die Taste 0 halt auch. Ja, und dann ist es dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal passiert, jetzt ist scheinbar überhaupt nichts mehr vorhanden. Man sieht nichts, man kann vielleicht jetzt hier gerade rechts noch so erkennen, dass da vielleicht etwas ist. Das ist so ein Verhalten, das passiert, wenn man zum Beispiel Bauteile durch eine Verschiebeoperation sehr weit vom Nullpunkt entfernt aus Versehen verschiebt. Kann natürlich auch passieren, wenn man AutoCAD-Dateien importiert, wo halt auch eben Elemente sehr weit von dem Ursprungspunkt entfernt liegen und man fängt an zu konstruieren. Man merkt das erst gar nicht. Immer dann, wenn man Taste 0 drückt, dann passiert das dann halt, dass das dann so aussieht. Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zur ersten Anwendung der Modellkontrolle. Ich aktiviere mal die Schaltfläche und da hatte ich ja kurz drüber gesprochen. Ich aktiviere zunächst einmal gar keine anderen Kontrollen, sondern ich gehe mal hier auf Übernehmen. Und jetzt sehen wir hier schon, das Fenster Modellhinweise wird mir angezeigt und wir finden dort halt auch schon entsprechende Hinweise. Ich docke das mal hier an, dass das ein bisschen besser zu sehen ist. Und wir sehen, dass die Koordinaten außerhalb des gültigen Bereiches, da haben wir also vier Bauteile, die da ganz weit entfernt sind und das sind Stützen im ersten Obergeschoss und wenn wir mal die Koordinaten hier eben uns mal anschauen hier, das sind dann minus 10.000, also um die 11.000 Meter entfernt. Ja, Vorteil durch die Modellkontrolle, die wir jetzt haben, wir klicken hier das an, wir markieren das jetzt quasi, das war ja früher mal sehr schwierig, diese Objekte auch ausfindig zu machen und jetzt drücke ich einfach die Entferne-Taste. Ja, so, das entfernen wir jetzt einfach mal. Das entfernen wir auch und die dann halt auch. So, und jetzt kann ich wieder diese Sicht aktualisieren, beziehungsweise ich zoome wieder auf alles und dann sind wir wieder auf dem normalen Nullpunkt halt und kann jetzt ganz normal halt weiterarbeiten an der Stelle. Gut, welche anderen Kontrollmöglichkeiten haben wir noch? Ich starte wieder die Modellkontrolle
Und da haben wir die drei Dinge, die ich ja schon angesprochen habe. Thema Bewährung werde ich heute nicht ansprechen. Anzeigen, hier haben wir die Möglichkeit, die normgerechten Abstände, die werden ja bei der Erzeugung schon versucht einzuhalten von Vicado. Ich kann aber auch Abstände manuell vorgehen, wenn ich bestimmte Eisen mir anzeigen lassen möchte, die bestimmte Abstände halt haben. Ja, die Objekte mit vielen Polygonen, da haben wir halt die Möglichkeit, eine Mindestanzahl von Objekten uns halt anzeigen zu lassen oder rausfiltern zu lassen. Wenn ich jetzt hier mal auf Übernehmen gehe, dann sehen wir, dass hier nichts angezeigt wird. Ich verringere das jetzt mal auf 10.000 Objekte. Ja, bestätige das mal. Und dann sehen wir, dass wir also hier Objekte auch angezeigt bekommen, die mindestens 10.000 Objekte haben. Ja, und ja, Griff Ahorn ist vielleicht auch allen bekannt, die mit Vicado halt arbeiten, wenn wir mal hier so ein bisschen näher ranfahren in diesem Bereich. Das sind dann die Objekte, die Bäume. Das sind dann Objekte, die in diesem Fall ist halt jedes Blatt für sich als 3D-Objekt modelliert worden und das kann ja unter Umständen halt auch zu Performance-Problemen führen. Auch hier bei der Kontrolle hatten wir ja die Möglichkeit zu entscheiden, was will ich mir für Objekte anzeigen lassen. Vielleicht auch nochmal Objekte, die so ungefähr 5000 einzelne Objekte halt haben. Und dann kommt noch ein anderes Objekt zum Vorschau. Das ist Samsung, das ist ein Notebook mit der Taste Steuerung 0. Kann ich mich jetzt auf dieses markierte Objekt in meinem Modell in allen Sichten, wo dieses Objekt sichtbar ist, halt reinzoomen und ja, das ist dann halt jetzt hier so ein Notebook und da kann man sich halt überlegen, ob man das jetzt weiter im Modell belässt oder vielleicht auch löscht und durch ein einfaches Objekt ersetzt. Gut, Modellkontrolle, ein weiterer eigentlich viel wichtiger Bereich auch und den wir also auch ständig benutzen können und auch prüfen können, ist das Thema Überschneidung. Ich mache mal die Draufsicht jetzt mal ganz groß. So. Das, was wir in der Draufsicht sehen, vielleicht mache ich die Draufsicht auch mal ganz groß so. Jetzt möchte ich die Überschneidung mir anschauen, welche Objekte vielleicht in meinem Modell sich überschneiden. Und ich starte mal mit 90%. Warum 90%? Eine Wand in einer Wand, die gleiche Abmessung hat, die hat natürlich eine Überlappung von 100%. Wir können über diese Einstellung dieser Prozentzahl halt steuern, welche Bauteile, welche Bereiche wir uns jetzt herausfiltern können, anzeigen können. Und wir fangen mal bei 90% halt Überlappung an. Und da haben wir jetzt 5 Einträge, wie wir hier sehen. Wenn ich jetzt mal hier unten beginne, dann ist das eine Stahlbetonstütze. Gehen mal ins 3D rein, da an der Stelle und da haben wir halt eine Überlappung von 100%. Also an der Stelle sind jetzt 2 Stützen. Das passiert häufig, wenn man wie gesagt mit Copy und Paste oder auch Verschieben und Kopieren arbeitet, dann passiert das, dass man vielleicht 2-mal einfügt, 3-mal einfügt. Man sieht nichts, das kennt man ja, ich mache es vorsichtig aber nochmal. Beim Konstruieren fällt das gar nicht auf, aber später, insbesondere zum Beispiel als Tragweißbanner bei der Bewährung, kann das natürlich schon zu Problemen führen. Ja, die Bauteile, die ich jetzt selektiert habe, die kann ich dann einfach mit Entfernen halt löschen. Ja, und wenn ich das jetzt hier nochmal anklicke, dann sehen wir, dass die Stütze natürlich noch vorhanden ist, aber das Duplikat sozusagen oder das überlappende Objekt, das ist dann entfernt. Ja, und das ist dann bei der Stütze dann genauso. Auch hier entferne ich das jetzt einfach mal und so kann ich die Bereiche abfahren. Da haben wir noch eine Stütze an der Stelle. Jetzt gerade nochmal klicken, so. Auch da gibt es eine Überlappung, das entferne ich jetzt einfach mal. Zwischendurch kann man über rechte Maustaste das Ganze auch aktualisieren, dann bleiben halt eben nur noch die Unterschiede, die Kontrollbereiche übrig, die jetzt noch aktiv sind, wo Vicado noch etwas findet. Ja, und da bleiben wir mal hier an der Stelle. Ich klicke jetzt hier mal an der Stelle hin, das ist eine Wand. An der Stelle haben wir auch wieder 2 Bauteile und da sehen wir zum Beispiel, dass das zweite Bauteil, die zweite Wand, die in der anderen Wand drin liegt, jetzt nur zu 97% sich dann halt überlappt. Ja. Und da ist es natürlich so, da kann ich mir jetzt ein Objekt halt aussuchen, ich lösche das jetzt wieder. Ja, und dann gehen wir nochmal zu der Wand jetzt hin. Das MW, das ist ja der Positionsname, WA steht für, also MW für Mauerwerk, das ist also eine Mauerwerkswand und wenn ich hier mal so klicke,
die beiden Bereiche mir anklicke, die liegen also komplett ineinander zu 100%. Also das entferne ich jetzt einfach auch mal. So, jetzt aktualisiere ich die Modellkontrolle einfach und anscheinend haben wir jetzt keine Probleme mehr, aber ich mache jetzt vorsichtshalber nochmal Folgendes. Ich setze mal diesen Wert etwas runter auf 40% oder 50%, wie auch immer. Und siehe da, da haben wir jetzt doch noch einen Eintrag wieder gefunden. Also sehen, man kann halt so ein bisschen feinjustieren nochmal, so halt einen Filter halt benutzen, um bestimmte Objekte dann vielleicht auch noch aufzufinden. Vielleicht ist es auch gar keine relevante Überlappung, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Das ist also hier eine das ist die Hauptwand. Und da gibt es noch eine andere Wand, ja, die ist von der Geometrie her, von der Höhe, von den Abmessungen, von den Dimensionen her, liegt die auch eigentlich zu 100% drin, aber halt eben nicht von der Länge her. Ja, und daher kann man halt über den Prozentsatz auch solche Objekte rauskriegen und auch diese Wand, die macht eigentlich keinen Sinn. Also die lösche ich jetzt einfach mal raus und dann sieht das Ganze dann halt so aus. Gut. Das zum Thema Modellkontrolle, also ganz wichtige Werkzeuge, um mal eben das Modell, in dem wir uns befinden, zu kontrollieren, welche Probleme dort halt auftreten. Das ist ja unser Modell, was wir jetzt hier benutzen. Ich bin ja im Part des Architekten sozusagen. Ich möchte das ja dem Tragwerksplaner jetzt zur Verfügung stellen. Der soll seine erste Vordimension, seine erste Vorstatik und Betrachtung machen. Da gehen wir jetzt, erzeugen wir uns jetzt eine IFC-Datei. Ja, in Vicado ist das ja relativ einfach. Ich habe mir ja eine Visualisierungssicht mal vorbereitet. So, ich als Architekt möchte aus meinem Gesamtgebäudemodell eigentlich nur den Rohbaubereich dem Tragwerksplaner zur Verfügung stellen. Dieses Modell, das stellt schon den Rohbau dar, aber so ein paar Elemente sind noch zu viel. Also zum Beispiel die Treppen möchte ich nicht übergeben und auch die nicht tragenden Wände. Und in Vicado ist es halt möglich, jetzt einfach sich eine zweite Sicht zu duplizieren. Und diese Visualisierungssicht, die kriegt jetzt einen Namen, Teilmodell. Ja. Wenn man im BIM-orientierten Projekten arbeitet und mit IFC dahin arbeitet eben und exportiert, gibt es bestimmte Begrifflichkeiten, die man halt auch einhalten sollte. Das ist zum Beispiel jetzt, dass ich ein Teilmodell aus meinem gesamten Modell erzeuge. Das ist Teilmodell, das nenne ich jetzt Teilmodell Rohbau. Das ist ja eine Bezeichnung. Wenn man möchte, kann man auch die Leistungsphase da noch mit eintragen. Das kopiere ich mir mal auch als Bezeichnung. Und das möchte ich in einem Benutzerordner, in einem Sichtenordner hier ablegen. Da gucke ich mal, existiert noch keiner. Da ich vielleicht in der Kommunikation mit dem Tragwerksplaner jetzt noch mehr Teilmodelle erstellen möchte, kann ich mir jetzt hier auch einen Ordner anlegen. Teilmodelle nenne ich diesen Ordner. So, damit habe ich zunächst einmal ein Duplikat von meiner Gesamtvisualisierung gemacht. Ich mache das Fenster auch mal ganz groß. Und ich möchte jetzt die Dinge, die ich jetzt dem Tragwerksplaner nicht zur Verfügung stellen möchte oder soll, ganz wichtig, entsprechend schalten. Ich gehe mal hier in das Fenstermodell. Ich wechsle das Fenstermodell. Und im Dachbereich, da gibt es also diesen Brüstungsbereich hier oben. Das ist so eine Sache, die möchte ich eigentlich nicht übergeben. Und wenn wir jetzt mal in ein Geschoss gehen, wir sehen, wir haben hier Geschossstrukturen, Geschossfolien aufgebaut. Im Ausbaubereich, da gibt es halt die Bauteilkategorie innenwand nicht tragend. Wenn ich die mal ausschalte, dann werden jetzt nur noch die tragenden Bauteile betrachtet. Und ja, die Massivtreppe, die möchte ich auch jetzt nicht an den Tragwerksplaner übergeben. Gut, jetzt habe ich mir mein Teilmodell zusammengestellt. So geht das in Vicado, also sehr einfach eigentlich, in anderen CAD-Systemen sicherlich auf eine ähnliche Art und Weise. Und jetzt können wir dieses Modell dem Tragwerksplan zur Verfügung stellen. Ich gehe jetzt in den Bereich System exportieren und dort können wir ja über die Funktion IFC-Export den Export starten. Ausgewählt ist jetzt diese Sicht. Also alles, was wir an Bauteilen in dieser Sicht jetzt sehen, die sichtbar sind, die werden jetzt bei dem Export berücksichtigt. Gut, als erstes kann man natürlich den Dateinamen, der Dateiname selber, der ergibt sich jetzt automatisch aus dem Namen der Sicht. Da kann ich natürlich auch beliebige andere Namen halt eintragen. Jetzt kommen wir zur Version. Das ist halt ganz wichtig, wenn ich
mit anderen Büros kommuniziere, quasi mit anderen CAD-Systemen, dann muss man sich vorher einigen, mit welcher IFC-Version man kommunizieren möchte. Es gibt derzeit zwei Versionen, das ist die sogenannte 2x3-Version, das ist die etwas ältere Schnittstellenversion und die IFC-4er-Version. Die 4er-Version transportiert sehr viel mehr Informationen, insbesondere halt auch Geschossinformationen. Also das ist halt insofern halt auch dann ganz wichtig, möglichst halt mit dieser 4er-Version halt zu arbeiten. Es gibt sogenannte Views, die man beachten muss. Die sogenannte Design Transfer View, so heißt die, die transportiert die allermeisten Bauteileigenschaften. Also eine Stütze bleibt auch eine Stütze mit den entsprechenden Eigenschaften, wenn das andere CAD-System das dann halt einliest. Eine vereinfachte Struktur, da werden jetzt, wenn wir die Reference View verwenden, da werden dann da quasi nur ein Volumenmodell exportiert. Das sind dann halt eben keine Bauteile mehr. Also das wäre in diesem Fall natürlich die 4er-Version, die Design Transfer View. Ja, der Autor ist der Architekt. Das bin in diesem Fall heute auch ich. Und wir können jetzt auf Weitergehen. Dort haben wir die Möglichkeit, noch verschiedene Modelleigenschaften zu entscheiden, ob jetzt zum Beispiel Attribute, Standardattribute oder Vicado-Attribute mit in diese Datei transportiert werden sollen oder nicht. Das kann man individuell noch einstellen. Da möchte ich gar nicht groß weiter darauf eingehen. Diese Datei ist jetzt nun erstellt und ja, ich verlasse jetzt zunächst einmal das Architekturmodell. In diesem Fall habe ich ja mit Vicado gearbeitet. Ja, in Vicado oder in der MB Worksuite landen solche Exporte in dem Register Dokumente. Das ist unser Dokumentenverzeichnis und da sehen wir halt, das ist diese IFC-Datei. Und die kann dann, über rechte Maustaste können wir das direkt auch per E-Mail dem Tragwerksplaner zur Verfügung stellen. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen einfach. Ich kopiere mir das jetzt einfach in die Zwischenablage. So, damit wechsle ich jetzt zum Projektmanager zurück und übernehme jetzt den Part des Tragwerksplaners. Das Projekt ist, wie wir sehen, noch ganz leer. Da ist noch gar kein Modell erstellt. Und am besten legt man sich solche Datendateien oder auch Lagepläne, vielleicht also auch irgendwelche Dokumente, Schriftverkehr, das kann also alles in unserem Dokumentenverzeichnis abgelegt werden. Über rechte Maustaste füge ich das jetzt hier einfach mal ein und das ist die IFC-Datei, die vom Architekten kommt. Ja, per Doppelklick, ich bin jetzt der Tragwerksplaner, mache ich mal so die erste Vorschau, die erste Sicht. Da habe ich die Erstsicht aus dem Modell und kann jetzt schon mal erkennen, was das für eine Tragstruktur ist, was der Planer sich dann so vorgestellt hat. Ja, so eine erste Kontrollmöglichkeit, das sieht eigentlich ganz gut aus. Da verlasse ich jetzt den Viewer, den MB-Viewer und gehe zurück in das Register Vicado. So, wir legen kein neues Modell an und importieren jetzt diese Datei, sondern wir gehen direkt über diese Schaltfläche IFC-Modell importieren. Es entsteht damit dann natürlich ein Vicado-Modell, das kriegt dann einen Namen. Das nenne ich jetzt Robo einfach mal und als Bezeichnung zeige ich an, das ist das Bürogebäude, ein Bürogebäude soll das werden. Damit wird jetzt das Vicado-Modell im Hintergrund sozusagen angelegt und ich komme jetzt in den Auswahldialog, die IFC-Datei auszuwählen. Ja, in der Worksheet 2021 ist ja dieser ganze Dateiverwaltungsbereich überarbeitet worden und da haben wir den Speicherort, wenn ich da mal draufklicke, lande ich sofort in meinem Dokumentenverzeichnis meines aktiven Projektes und muss jetzt nicht lange irgendwie auch nochmal nach der Datei suchen. Und da finden wir jetzt diese Datei auch und damit gehe ich jetzt auf Öffnen und gehe auf Weiter. Und ja, hier hat man die Möglichkeit, gegebenenfalls die IFC-Objekte mit den Vicado-Bauteilen noch Änderungen vorzunehmen. Also die Wand, es wird erkannt, dass es eine Stahlbetonwand ist. Wir können auch Materialien an dieser Stelle nochmal natürlich individuell zuordnen. Da will ich gar nicht mehr groß drauf eingehen. Wir sehen also auch die Geschossstrukturen, die hier vorhanden sind. Und jetzt gehen wir mal auf Fertigstellen. Ja, das ist unser Protokollfenster. Falls es da Probleme geben sollte beim Import, hat man auch die Möglichkeit, an dieser Stelle diese Protokolldatei zu speichern. Ganz wichtig auch für uns als Information, diese Datei können Sie dann der Hotline zur Verfügung stellen und die hilft uns natürlich also auch in der Fehlerbehebung und auch in der Weiterentwicklung dieser IFC-Schnittstelle. Ja, der Import hat soweit geklappt. Wir machen natürlich auch hier wieder einen Check, wir machen eine Visualisierungssicht auf und das sieht eigentlich so ganz gut aus.
Ja, und nun möchte ich mit so einem kleinen Workflow starten, um halt die Kommunikation zwischen dem Tragwerksplaner und dem Architekten vorzustellen. Und wir kommen dann natürlich auch in den Bereich, wo wir dann die Funktion Modellvergleich auch sehr schön benutzen können. Und es geht ja heute um Modellvergleich, also ich werde jetzt ein paar Änderungen vornehmen. Das werden jetzt so keine gravierenden, langatmigen Änderungen sein, also nur ein kleines Beispiel. Ja, in meiner Bearbeitung als Tragwerksplaner habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, im Kellergeschoss gibt es Stützen, aber die Stützen, die vom Architekten so vorgesehen sind, vom Querschnitt, das passt jetzt nicht so. Und ich wechsle jetzt daher mal die Sicht. Ich wähle mir eine, muss ich in Sichten gehen. Ich erzeuge mir eine neue Draufsicht. Bisher haben wir ja nur eine Draufsicht. Und ich möchte nur das Kellergeschoss jetzt betrachten. Kriegt ja also den Namen KG. Kellergeschoss und ich kann jetzt direkt beim Anlegen halt auch auswählen, welchen Bereich ich mir darstellen möchte. In den Kellergeschoss natürlich noch sehen. In diesem Fall, ja, die anderen jetzt mal minimieren, die brauche ich in meinem Arbeitsbereich jetzt nicht. Und ja, es geht um diese Stütze hier oder beziehungsweise um zwei Stützen. Wir haben zwei Stützen im Kellergeschoss und da soll es eine Änderung geben. Und zwar muss die erst auf unserer ersten Betrachtungen, wir haben vielleicht schon eine Vorstatik gemacht, ist jetzt rausgekommen, dass wir dann 34 cm den Querschnitt nochmal ändern müssen. Ist jetzt eine kleine Änderung, aber wie gesagt, ist ja eine Darstellung des Workflows. Ja, diese Änderung, diese 34 cm, die möchte ich jetzt dem Architekten mitteilen. Ist jetzt natürlich bei dieser einen Änderung, wäre das ein einfaches, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und anzurufen und sagen, hier, die Stützen, die müssen halt entsprechend geändert werden. Beachte das bitte in deiner weiteren Planung. Aber wenn wir in dem Umfeld eines BIM-Projektes halt arbeiten, müssen solche Änderungen dokumentiert werden. Das ist also ganz wichtig. Ja, das muss jede Änderung, jede Veränderung muss entsprechend dokumentiert werden. Und das mache ich jetzt an der Stelle halt auch. Vielleicht erzeuge ich mir nochmal eine zweite Sicht dazu, eine Visualisierungssicht. Die kriegt dann halt auch nochmal den Namen Kellergeschoss. Da möchte ich nur das Kellergeschoss betrachten und die Decke. Die stört mich jetzt, die würde ich jetzt ganz gerne mal ausblenden. Ja, und drehe mich da mal so ein bisschen in diesen Bereich so rein hier. Es geht ja um diese Stütze, die ich jetzt geändert habe. Und auch hier drehe ich mich mal ein bisschen rein. Ich möchte das Ganze jetzt im Anschluss gleich dokumentieren. Dokumentieren heißt ja auch, ich bemaße das Ganze mal. Und das ist das Maß, was jetzt für den Planer, für den Architekten vielleicht interessant ist. Ja, deswegen würde ich vielleicht auch nochmal die Bemaßzahl etwas größer darstellen. Das ändere ich jetzt hier mal und vielleicht also auch farblich anders darstellen, damit das auch klar sichtlich wird, weil diese Sicht, die möchte ich jetzt auch gleich verwenden, um das halt zu dokumentieren. Ich habe also eine Draufsicht und eine Visualisierungssicht dazu. Ich möchte jetzt Anmerkungen machen, also das ist dann die Dokumentierung sozusagen. Wenn wir hier rechts das Flyout aktivieren, dann kann ich das natürlich auch entsprechend hier andocken. Und Anmerkungen wären jetzt in diesem Fall, ich teile dem Architekten mit, bitte den Querschnitt ändern. Ist das in Ordnung? Gib mir das bitte frei, dass sich die Stützenquerschnitte ändern. Sobald wir das Fenster aktiv haben, gibt es auch ein Kontextregister dazu, zu den Anmerkungen. Hier sind viele Schaltflächen noch inaktiv, weil wir haben noch kein Thema erstellt. Das ist das Erste, was ich mache. Ich erstelle ein neues Thema. Und die BCF-Datei, die das Ganze dann, in der das gespeichert wird, die ist natürlich auch klar strukturiert. Das ist eine Schnittstellendatei, die entsprechende Vorgaben halt auch aufweist. Warum? Damit alle Beteiligten auch immer von der gleichen Version dann halt oder von der gleichen Basis ausgehen kann. Also der Autor, das bin im Moment ich, der Tragwerksplaner jetzt. Der Titel, um was geht es? Stützen im Kellergeschoss. Stützen im Kellergeschoss. Dann gibt es verschiedene Parameter, die man einstellen kann, also Stati. Diese Auswahllisten kann man übrigens auch selber halt anlegen. Was ist es in diesem Fall? Ein reiner Kommentar. In diesem Fall ist es eine Anfrage von mir als Tragwerksplaner an den Architekten. Und ja, Priorität, das können wir mal so stehen lassen. Und das Ganze wird dem Architekten zugewiesen. Also das ist ein vorgeschriebenes Prozedere, was dann auch jeder dann entsprechend halt einhalten muss und auch kann, sofern das andere System auch mit BCF-Dateien dann umgehen kann. Ja, im KG muss die Abmessung der Stützen geändert
werden. Das ist meine Beschreibung sozusagen. Ich bitte um Freigabe. Ja, vielleicht ist es ja so, dass aus planerischen Gründen die Stütze sich halt nicht verändern darf vom Querschnitt. Dann muss ich als Tragungsmann natürlich reagieren. So, damit haben wir das Thema jetzt angelegt. Und für die Dokumentation können wir, also wie wir sehen, hier Anmerkungen textlich schreiben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, sogenannte Standpunkte mitzuspeichern. Und das ist immer die aktive Sicht, in der wir uns jetzt hier gerade befinden. Und dort haben wir dann, wenn wir hier den Anmerkungsbereich aktiv haben, die Möglichkeit, im Kontextregister Anmerkungen einen Standpunkt uns also gerade wie als Screenshot halt zu erstellen. Das ist dann in diesem Fall dann die Stütze KG. Draufsicht schreibe ich da mal als Bezeichnung halt rein. Ja, in Verbindung mit IFC-Dateien ist natürlich auch möglich, 3D-Dateien, also in diesem Fall einen Ausschnitt aus unserer Visualisierung. Im Moment haben wir jetzt nur das Kellergeschoss sichtbar geschaltet. Und hier auch hier kann ich jetzt einen Standpunkt definieren. Also das wäre dann ein neuer Standpunkt. Ich habe diese Visualisierungssicht aktiv geschaltet. Kriege ich jetzt auch einen sinnvollen Namen. Stütze KG. Wieso kürze ich das mal halt ab? Gut, diese Informationen, die übertrage ich oder übergebe ich jetzt dem Architekten per BCF-Datei und dazu natürlich auch noch eine IFC-Datei. Als erstes exportiere ich jetzt diese Informationen. Das finden wir im Menüband im Kontextregister Anmerkungen ganz links. Exportieren. Der Dateiname, das kann natürlich an einer beliebigen Stelle irgendwo abgelegt werden. Ich gehe jetzt mal hier in unser Dokumentenverzeichnis zurück. Und der Dateiname, den lege ich jetzt mal fest. Büro, Gebäude. Nun wird das jetzt abgespeichert. Ähnlich wie bei der IFC-Schnittstelle gibt es auch bei der BCF-Schnittstellendatei verschiedene Versionen. Ja, ich nehme auch natürlich die aktuellste Version jetzt hier. Falls es schon mehrere Themen geben sollte, kann ich hier nochmal entscheiden, welche Themen da jetzt rausgeschrieben werden sollen. So, als zweites würde ich dem Architekten noch zur Verfügung stellen, wie gesagt, ist im Moment eine ganz einfache kleine Änderung, aber wenn jetzt viele Änderungen vorhanden sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dem Architekten eine IFC-Datei zur Verfügung zu stellen. Das mache ich jetzt hiermit auch. Ich benutze jetzt einfach mal diese aktive Sicht, in der das Kellergeschoss dargestellt ist, auch ohne die Decke. Soll jetzt ja auch nur informativ halt letztendlich sein. Der Dateiname ist dann, ja, Teilmodell, wie gesagt, die Begrifflichkeiten beachten, Teilmodell Kellergeschoss, so nenne ich das jetzt einfach mal. Auch hier wähle ich die Vierer-Schnittstelle und der Autor bin ich in diesem Fall, der Tragwerksplaner. So, damit gehe ich jetzt auf Fertigstellen und ja, jetzt bin ich von der Tragwerksplanungsseite zunächst einmal fertig. Ich habe jetzt eine Änderung, die ich dem Architekten jetzt mit, übergeben habe und ich verlasse jetzt also mein Tragwerksplanungsmodell. Und gehe zunächst einmal auch wieder in den Bereich Dokumente, weil da landen meine beiden Dateien, die ich gerade erzeugt habe. Einmal die BCF-Datei, das ist die Anmerkung zum Projektmanager und übernehme jetzt den Part des Architekten. Ja, wir gehen jetzt also hier wieder in unser Architekturmodellprojekt rein. Und dort habe ich dann die Möglichkeit, diese beiden Dateien wieder einzufügen. Ja, da haben wir dann, ich kann das hier auch nach Datum sortieren. Das ist dann einmal die BCF-Datei, die wir heute erstellt haben und das Teilmodell. So, der Architekt, der macht natürlich auch zunächst einmal den ersten Check. Der guckt sich die IFC-Datei an, die er jetzt vom Tragwerksplaner bekommen hat. Und da findet er das jetzt so vor und ja, ist erstmal wenig aussagekräftig, aber ich kann natürlich jetzt über die BCF-Datei, die der Tragwerksplaner mir zur Verfügung gestellt hat, natürlich noch die Anmerkungen halt mehr betrachten. Das importieren wir jetzt halt. Ja, da steht jetzt also drin im Kellergeschoss, da muss halt die Stützen, muss ich ändern, aber da habe ich jetzt ganz vergessen reinzuschreiben, dass es das 34 cm sein soll. Das wäre natürlich ganz sinnvoll gewesen. Aber vielleicht ein kleiner Hinweis, ich habe jetzt auch diese Standpunkte und wenn ich jetzt mal den 3D-Standpunkt aktiviere, so ist es zumindest in dem MB-IFC-Viewer so, dann kann ich halt die Kamera entsprechend darauf ausrichten. Also auch hier gerade bei größeren komplexen Projekten, dass man das auch 3D sich anschauen kann.
Gut, das reicht mir zunächst einmal als Einstieg. Diese Änderung, die möchte ich jetzt in mein Architekturmodell übertragen. Ich starte jetzt das Architekturmodell. Also ich bin jetzt auf der Architektenseite mit CAD-System XY. Ich arbeite hier ja jetzt mit Vicado. Ja, und auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, Thema Anmerkungen, also in Vicado selber, uns diese BCF-Datei anzuzeigen. Ja. Wenn es mehrere, viele Änderungen gegeben hat, dann macht das natürlich Sinn. So, und es gibt ein Thema an der Stelle. Und dann kann ich schon erkennen, aha, die Abmessungen müssen geändert werden. Ist natürlich jetzt dumm, dass ich da die Abmessung nicht eingetragen habe, die 34 cm. Und ja, das ist die Änderung, die nehme ich jetzt einfach mal vor. Es geht ums Kellergeschoss, daher wechsle ich jetzt die Sicht. Ich wechsle mal in das Kellergeschoss halt rein. Die anderen Sichten, die jetzt, ich würde vielleicht gerade mal ein bisschen aufräumen, dass das ein bisschen übersichtlich bleibt. Also das Teilmodell, das lasse ich nochmal. Erdgeschoss brauchen wir nicht mehr, die Visualisierungssicht zunächst einmal auch nicht mehr. So, okay. Gut, das erste, was ich jetzt mache, ist im Kellergeschoss natürlich unsere beiden Stützen zu ändern. Ja, es geht ja um die beiden Stützen eigentlich. Und das können wir in Vicario ganz einfach machen. 34 cm trage ich ein. Damit habe ich jetzt so die Änderung übernommen. Und jetzt geht es ja wieder zurück. Wir werden ja den Tragwerksplan entsprechend informieren wollen. Jetzt kann ich für dieses Thema Stützen im Kellergeschoss im Kontextregister Anmerkungen einen Kommentar dazu eingeben. Ja? Und der Autor, das ist mindestens ich, der Architekt im Moment, es geht um das Thema Stützen im Kellergeschoss. Hiermit gebe ich die Abmessungsänderung, dann schreibe ich das mal als Architekt jetzt rein, 0,34 Meter frei. Okay, das ist so mein Kommentar dazu. So, wie es so ist, sind wir natürlich schon von der Planungsseite her schon wieder weiter fortgeschritten und ich möchte auch hier jetzt so für den Modellvergleich, den ich jetzt gleich benutzen möchte, noch eine Änderung vornehmen. Ich jetzt als Architekt. Und zwar geht es mir um die Treppenhauswände hier, die wir jetzt im Schnitt hier sehen. Für die Selektion wähle ich mal einen Markierungsfilter aus. So, das ist dann halt Wand. Und es geht mir um diese Wände. Vom Planungsablauf her ist jetzt so eine Änderung, ein Wunsch an uns herangetragen worden. Und zwar sollen die sich nochmal verschieben um 30 cm. Das mache ich jetzt auch mal. Mit der Funktion verschieben. Taste A, so arbeiten wir in Vicado ja. 30 cm sollen die nach links verschoben werden. Und auch die Dicke, die soll sich auch ändern. Und zwar auf 24 cm. So, das übernehme ich jetzt einfach mal. Gut, und diese Änderung, die würde ich jetzt wieder dem Tragwerksplaner zur Verfügung stellen. Auch hier könnte ich jetzt natürlich entsprechend noch eine Anmerkungsdatei erzeugen und so, das spare ich mir jetzt halt an der Stelle mal. Also wir haben Änderungen vorgenommen, wir haben im Kellergeschoss beide Stützen halt geändert. Vielleicht mache ich doch nochmal eben kurz ein Thema auf, weil wir die Stützenänderung dann auch nochmal kommentieren wollen. Das habe ich ja schon gemacht. Neues Thema ganz kurz. Treppenhauswände verschieben sich, das ist also mein Thema. Ja, das ist ja zugewiesen, wird es dem Tragwerksplaner. Verschiebung um 30 cm nach innen. Ich bitte um Freigabe. Ja, das wäre so die Kommunikationsmöglichkeit. Gut, weil ich erzeuge jetzt doch eine BCF-Datei. Warum? Weil ich ja hier mit meinem Kommentar die Querschnittsabmessungen halt freigegeben habe, sozusagen. So, ich exportiere jetzt also wieder die BCF-Datei. Ich suche jetzt in meinem Dokumentverzeichnis der Datei. Ich wähle den gleichen Dateinamen. Das überschreibe ich jetzt einfach mal. Schnittstellendatei ist das gleiche. Es geht jetzt auch um das neue Thema. Das schreiben wir dort auch kurz mal rein. Gut. Von der Planungsseite soll es das gewesen sein, also besser gesagt von der Änderungsseite her. Wir haben ja die Treppenhauswände verschoben und das stelle ich jetzt dem Architekten wieder zur Verfügung als IFC-Datei, dem Tragwerksplan zur Verfügung. Entschuldigung, komme ich schon ganz durcheinander. So, das ist diese Sicht, da werden ja die Daten entsprechend halt auch aufgezeigt.
Vielleicht möchte ich die Dateinamen ändern. Vielleicht sind wir jetzt schon in der nächsten Leistungsphase, jetzt in der Zwischenzeit. Ich mache mal kurz noch einen Index da dran. R1 für Revision 1 könnte das zum Beispiel heißen. Ich wähle jetzt die entsprechende Schnittstellenversion halt aus. Ich bin im Moment noch der Architekt und damit stelle ich diese Datei dann zur Verfügung. Ja, zur Verfügung stellen heißt jetzt ja in unserem Fall, ich wechsle wieder unser Dokumentenverzeichnis. Vielleicht kann ich hier nochmal auf geändert gehen klicken. Das ist dann einmal die neue EFC-Datei und auch die geänderte BCF-Datei. Die kopiere ich mir jetzt in die Zwischenablage und wechsle jetzt meinen Part zum Tragwerksplaner und gehe jetzt in mein Projekt, wo ich als Tragwerksplaner halt arbeite. Ja, auch hier kann ich das Ganze jetzt einfügen. Vielleicht so ein kleiner Tipp an der Stelle, diese Datei, die wird ja gleich überschrieben, da tue ich mir mal ein bisschen schwer. Ich lege mir mal hier einen neuen Ordner ein, das kann man nämlich machen. Im Grunde genommen ist so dieser Bereich genauso zu sehen, zu handeln wie im Windows Explorer, Ordner Archiv. Ich hebe mir mal ganz gerne Dinge halt auf und dann kann ich zum Beispiel diese BCF, das ist meine erste, einfach mal da ablegen, dass ich den Stand vielleicht behalte. Ja, und dann kann ich sie hier aus dem Hauptordner sozusagen löschen und füge jetzt über die Zwischenablage meine beiden Dateien halt ein. Ja, diese Kontrolle über den MBViewer spare ich mir jetzt und wir kommen jetzt zu der Funktion Modell vergleichen. Warum? Im Bereich Modell vergleichen, mit der Funktion Modell vergleichen, habe ich nämlich mehr Möglichkeiten, Dinge zu ändern, zu übernehmen, als wenn ich das manuell machen würde. Ja, und von daher würde ich jetzt als erstes mir ein Vergleichsmodell erzeugen. Also das Rohbaumodell, was wir hier sehen, das ist das aktive Modell, in dem ich als Tragwerksplaner arbeite. Und diese Änderung, die der Architekt mir jetzt gerade zur Verfügung gestellt hat, da importiere ich mir jetzt die EFC-Datei und mache ein Vergleichsmodell daraus. Als Namen trage ich jetzt mal einen Rohbau. Ja, das war ja Leistungsphase 4 vielleicht schon. Auch hier nochmal so eine Kennung R1. Vielleicht noch eine Erläuterung dazu. Revision 1 Architekt. Er sagt, ich bin ja jetzt der Tragwerksplaner. Jetzt kommen wir wieder in den Dialog, wo wir die Datei halt auswählen. So, das ist unser Dokumentenverzeichnis. Da finden wir jetzt diese Datei, die der Architekt mir jetzt zur Verfügung gestellt hat. R1 Leistungsphase 4. Ja, und da gehe ich jetzt einfach mal im Dialog weiter. Ich erstelle diese Datei. Es entsteht jetzt ein neues Vicado-Modell. Die können wir mal wegblenden hier. Und hier mache ich jetzt eigentlich auch gar nichts mehr. Ich verlasse dieses Vergleichsmodell ganz einfach. Das ist ja jetzt der Stand, den der Architekt mir als IFC-Datei zur Verfügung gestellt hat. Ja, und jetzt können wir den Vergleich starten. Ich öffne das aktive Modell. So ist die Begrifflichkeit halt auch beim Modellvergleich. Und ja, zum Modellvergleich selber würde ich dann so vorgehen, ich lege mir zunächst einmal eine neue Draufsicht halt an, benenne die auch Modell zum Vergleich und ich möchte jetzt alle Geschosse betrachten. Hier kann ich jetzt auch selektiv vorgehen, ich könnte sagen, ich möchte jetzt alle betrachten und möchte vielleicht also nur das Dachgeschoss wegschalten. Ja. Und ja, die Visualisierungssicht, die schalten wir weg und die andere Sicht auch. So, das ist mein aktives Modell. Aber wenn ich jetzt mal ins 3D schalte, das kann man ja über die Tastatur machen oder man kann also auch die Schaltfläche hier benutzen. Dann sehen wir, das ist das Modell, mein aktives Modell. Und jetzt kommen wir zur Funktion Modellvergleich. Registermodell und dort starten wir dann über diese Schaltfläche den eigentlichen Vergleich. Der erste Schritt ist, den wir machen, wir wählen das Vergleichsmodell aus. Und das ist das gerade neu erstellte, importierte Modell vom Architekten. Gut, was vergleichen wir oder was untersuchen wir? Es geht letztendlich darum, dass wir Unterschiede jetzt zwischen diesen beiden Modellen uns anzeigen lassen können und dann gegebenenfalls selektiv entscheiden können, ob das in mein aktives Modell übernommen werden soll. Also wir übernehmen immer Dinge aus dem Vergleichsmodell ins aktive Modell. Damit wir das besser herausfinden und sehen können im gesamten Gebäudemodell, können wir Änderungen oder Unterschiede farblich darstellen. Es geht dabei im Wesentlichen um zwei Dinge. Es geht einmal
wo sich Objekte halt befinden, das sind diese oberen beiden Bereiche, ist ein Objekt nur im aktiven Modell vorhanden und im Vergleichsmodell halt eben nicht. Und umgedreht ist ein Objekt im Vergleichsmodell vorhanden, also ein neues Objekt, was dann aber im aktiven nicht vorhanden ist. Und wenn wir Änderungen an bestehenden Objekten gemacht haben, also wir haben ja die Treppenhauswand zum Beispiel auch von der Dicke her geändert. Also im aktiven Modell gibt es einen Unterschied oder halt im Vergleichsmodell. Und die Farben, die wir jetzt hier so sehen, die können Sie natürlich auch individuell einstellen. Die spielen gleich bei der Betrachtung eine Rolle. Und zwar bekommen wir jetzt zunächst einmal, also ähnlich wie bei der Modellkontrolle, es wird jetzt intern gesucht und wir sehen, dass 135 Objekte keinen Unterschied haben und 11 Objekte, da gibt es einen Unterschied. Wie zu erwarten. Okay, ich schalte mal in die Draufsicht jetzt und visuell darstellen, da hatten wir gerade eben ja über die Farben kurz gesprochen. Es gibt in der 2021 neue Funktion einer Sicht, die Sichteigenschaften im Kapitel allgemein. Da gibt es halt die Möglichkeit, die Unterschiede farblich darzustellen. Da sieht das Ganze dann so aus. Da sehen wir halt, da haben wir farbliche Unterschiede. Im Moment sehen wir nur unser aktives Modell und ich möchte natürlich die Unterschiede auch zum Vergleichsmodell haben und ganz normal in unserem Modellfenster haben wir jetzt die Möglichkeit halt unser auch das Vergleichsmodell sichtbar zu schalten. Also ähnlich so, ich sag mal, wie ein Modell zu referenzieren an der Stelle. Wir haben jetzt zwei Modelle, einmal unser aktives Modell und dann das Vergleichsmodell. Und dann sehen wir natürlich auch ganz deutlich, so sieht das Ganze halt aus. Ich schalte mal hier in die Sichtdarstellung Standard um, dann ist das ein bisschen übersichtlicher hier. Das sind die Verschiebungen, können wir hier sehen. Das sehen wir grafisch jetzt so. Wenn wir auf der rechten Seite mal schauen, da hatten wir das Fenster Modellhinweise ja schon kennengelernt bei der Modellkontrolle. Genau in diesem Fenster werden jetzt natürlich auch die Unterschiede dargestellt. Und wenn wir mal diese Baumstruktur öffnen, sehen wir, es gibt also geänderte Geometrien und es gibt geänderte Attribute. Das sind die Änderungen, die jetzt aktuell vorliegen und es geht da bei den Bauteilen um Rechteckstützen, es geht um Öffnung und Wände und vielleicht bleiben wir zunächst mal bei der Rechteckstütze. Wir wissen ja, der Tragwasserspanner hat diese Stütze schon geändert. Also wird jetzt auch beim Vergleich jetzt nur noch die zweite Stütze, die der Architekt geändert hat, nochmal angezeigt. Ich drehe mich jetzt hier auch mal in der Draufsicht wieder ins 3D, dann ist das ein bisschen einfacher zu sehen. So sieht das Ganze im Moment halt aus. Und die farbliche Darstellung spiegelt sich jetzt natürlich hier auch wieder. Wenn ich ein aktives Modell anklicke, dann kriegen wir diese gelbliche Darstellung halt. Und wenn ich Vergleichsmodell anklicke, dann haben wir die blaue Darstellung. Und so kann ich jetzt explizit entscheiden, möchte ich das jetzt in mein aktives Modell übernehmen. Also diese Abmessungen können wir hier natürlich auch in den Eigenschaften sehen, 34, 30 und bei der Stütze, die im aktiven Modell ist, sind wir noch bei 30, 30. Ja, Unterschied übernehmen, das machen wir hier oben über die Schaltfläche, Unterschied übernehmen und damit ist jetzt bei der Stütze das schon entsprechend geändert. Ja, jetzt gehen wir mal zu den Wänden. Bei den Wänden haben wir ja fünf Unterschiede, bekommen wir fünf Unterschiede angezeigt und bei den Öffnungen auch fünf Unterschiede. Ich fange mal hier unten einfach mal an und wechsle mal in die Draufsicht wieder, da wird es dann vielleicht auch deutlich. Warum werden mir bei den Öffnungen Unterschiede angezeigt? Die Öffnung ist ja hier auch in dieser Wand mit drin. Es werden auch Öffnungsabmessungen verglichen und im Moment sind die hier halt noch unterschiedlich. In unserem aktiven Modell haben wir ja eine 17,5er Wand und da ist die Öffnung natürlich auch entsprechend noch 17,5 von der Tiefe her und im Vergleichsmodell hat sich das ja geändert. Ja, jetzt wäre so eine Preisfrage, wenn wir jetzt eine sogenannte Präsenzveranstaltung machen würden, wäre die Preisfrage, was ändere ich, übernehme ich jetzt zuerst? Ja, bei diesen Modellvergleichen, bei den Übernehmen, kann man natürlich auch strategisch vorgehen und ich würde jetzt nicht anfangen, die Öffnung zu ändern, sondern ich fange natürlich mit den Wänden halt an zu ändern, weil dann wird sich wahrscheinlich also auch die Öffnung entsprechend dann mit ändern, logischerweise. Gut, ja, wir sind jetzt bei der unteren Wand hier. In 3D können wir uns das auch nochmal anschauen. Und ja, man kann über die Schaltfläche Unterschied übernehmen, hier oben im Menü gehen, man kann aber auch über rechte Maustaste die Funktion aktivieren. Ja, und damit, ich wollte übernehmen, nicht ermitteln, übernehmen. So, und damit haben wir jetzt in der Draufsicht nochmal zurückgeschaltet, die Wand verschoben.
Wir sehen vier Elemente Wände und noch vier Elemente Öffnung. Also da sehen wir, dass die Öffnungs der Unterschied bei den Öffnungen sich auch automatisch mit angepasst hat. Das wäre so eine grundsätzliche Vorgehensweise, dass ich in dem Fenster Modellhinweise klicke und dann entsprechend übernehme. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie wir jetzt diese Unterschiede übernehmen möchten oder auch betrachten können. Natürlich nicht nur in Draufsichten. Das funktioniert im Wesentlichen in allen Sichttypen. Ich mache mal einen Schnitt jetzt hier durch, so in dem Bereich. Ja, und wir sehen jetzt hier die Schnittsicht. Ich mache die mal etwas größer. Auch für die Schnittsichten gilt, dass ich mir die Unterschiede darstellen lassen kann. So, dann gehen wir mal auf Übernehmen. Es gibt ja dann auch noch so ein Problem mit Attributen. Bei den Attributen, also wenn ich jetzt hier nochmal bei der unteren Wand hier bleibe, die haben wir ja schon geändert. Da bleiben jetzt noch Unterschiede bezüglich Attribute übrig. Attribute kennen wir ja aus Vicado, wir können ja eigene Attribute anlegen und hier geht es letztendlich um die Attribute, die IFC-Datei transportiert, IFC-Properties sozusagen. Und wenn ich das Vergleichsmodell, das Bauteil aus dem Vergleichsmodell mir mal anschaue, ja, dann geht es wahrscheinlich um den U-Wert 1,5, wenn wir uns das gerade mal merken und ich umschalte auf 1,9, da ist ein Unterschied. Diese IFC-Attribute, die werden natürlich beim Exportieren entsprechend neu berechnet, dieser U-Wert. Ne? Und von daher haben wir im Moment noch einen Unterschied da. Also muss ich nicht nur die Geometrie in diesem Fall ändern oder darauf achten, sondern auch die Attribute, wenn es da Unterschiede gibt. Rechte Maustaste, Unterschied übernehmen. Ja, und dann habe ich wieder meine vier Elemente, die noch übrig bleiben. Und damit ist jetzt quasi die Kellergeschosswand im Grunde genommen jetzt schon fertig. Ja, in der Schnittsicht sehen wir auch die Unterschiede. Das ist natürlich jetzt auch gerade bei so übereinander stehenden Bauteilen natürlich übersichtlicher. Aber wenn ich jetzt dieses Bauteil mal anklicke, dann haben wir auch die Möglichkeit, aus dieser Schnittsicht heraus im Register bearbeiten, finden wir dann die Schaltfläche Unterschied übernehmen. Und den Vorteil, den wir jetzt an dieser Stelle halt haben, Vicado untersucht jetzt in diesem Fall alle Unterschiede, die diese Bauteile betreffen und zeigt die mir ja auch in diesem Auswahlfenster an. Und jetzt kann ich natürlich in einem Arbeitsschritt sowohl die Geometrie, also das Verschieben und die Dickenänderung vornehmen, als auch die Attribute übernehmen. Und das ist in dem Fall natürlich dann sehr viel schneller. Ergebnis natürlich andersrum genau das gleiche, aber da habe ich jetzt zwei Arbeitsschritte und das kann ich jetzt in diesem Arbeitsschritt dann halt erledigen. So, das übernehmen wir jetzt auch an der Stelle. Gut, damit habe ich jetzt Thema Modellvergleich halt angesprochen und zwar im Zusammenhang oder im Zusammenspiel zwischen dem Architekten und dem Tragwerksplaner. Da werden halt dann IFC-Dateien transportiert und die IFC-Datei importiere ich dann wieder und kann dann halt über diesen Modellvergleich an der Stelle halt Änderungen dann halt vornehmen. Gut. Ja, dann würde ich jetzt zum zweiten Szenario sozusagen halt übergehen. Ich verlasse jetzt mal dieses Projekt. Und ich möchte jetzt halt von Seiten der Architektur, ich wechsle mal in das Architekturmodell, eine andere Möglichkeit halt aufzeigen. Das ist ja vielleicht in der Einführung, die ich da gezeigt habe, ersichtlich gewesen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch direkt Vicado-Modelle sofort miteinander zu vergleichen und diese Möglichkeit, die kann man halt dazu nutzen, dass man halt sich Varianten halt, Entwurfsvarianten innerhalb eines Projektes halt erstellen kann. Ja, und das ist jetzt das Bürogebäude in der Entwicklungsphase oder Entwurfsphase dem Stand und da soll es jetzt folgendermaßen vorgegangen werden, entweder ich als Einzelbearbeiter oder auch ein anderer User-Anwender kann sich jetzt ein Duplikat erstellen. Das ist halt ganz wichtig. Wir erstellen uns ein Vicado, von dem Vicado-Modell ein Duplikat. Das nenne ich jetzt Variante 1. Okay. Und in dieser Variante möchte ich am Entwurf des Gebäudes einige Dinge halt vornehmen oder ändern. Und das soll dann halt im Dachgeschoss passieren. Das mache ich mal noch einen kleinen Hinweis hier.
Ja, also es ist ganz wichtig, wenn ich jetzt Modelle miteinander vergleichen möchte, dann muss das immer ein Duplikat von einem Hauptmodell sozusagen halt sein. Gut, wir gehen in die Variante 1. Wir öffnen das Modell, das ist ja der aktuelle Planungsstand. Und da würde ich auch wieder ein paar kleine Änderungen nur vornehmen, also keine großen Änderungen. Es geht ja dann um den Workflow und ich suche mir jetzt einfach mal die Visualisierungssicht halt raus, die Gesamtvisualisierungssicht. Das ist das Architekturmodell, genau. Und ich hatte es ja angesprochen, es geht mir hier um das Dachgeschoss, da möchte ich einige Entwurfsänderungen vornehmen. Vielleicht möchte ich auch einfach nur meine Variante halt ausprobieren. Und dazu öffne ich mir dann auch noch eine Sicht, das Dachgeschoss. Das Ganze aus. Auch hier wechsle ich mal von der Darstellung her in die Standarddarstellung, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Ja, ja, und zwar habe ich mir Folgendes vorgenommen. Die aktuelle Situation ist die, dass ich hier an der Außenseite ein Fassadenelement vorfinde. Das ist das gleiche Fassadenelement, was natürlich jetzt hier in den anderen Geschossen verwendet worden ist. Und wir haben dann eine Innenwand dort an der Stelle. Aus der Konstruktion möchte ich jetzt ein mehrschaliges Mauerwerk einfach machen. Ich möchte also die Fassadenelemente löschen und mir dann an der Stelle eine Mauerwerkskonstruktion halt definieren. Und ich möchte auch die Dachsituation halt ändern. Da möchte ich jetzt als Entwurf mal so ein ganz flach geneigtes Zeltdach mal draufsetzen, um das vielleicht eine andere Entwurfsvariante mal auszuprobieren. Gut, ich fange jetzt einfach mal an, die entsprechenden Objekte, die ich nicht brauche, zu löschen. Das sind dann halt meine Vorsatz, die Fassadenelemente, die markiere ich jetzt einfach mal und lösche die. Und vielleicht möchte ich auch hier an der Stelle noch was ändern. Da lösche ich erstmal die Bauteile her. Das ist das Erste, was man halt so macht. Und Vorteil, den ich jetzt hier so sehe, wenn man mit Varianten halt arbeitet, man kann das Ganze natürlich auch in dem Hauptmodell dann machen. Da ist es natürlich dann immer ein bisschen problematisch, wenn mir das dann hinterher nicht gefällt. Wie kriege ich das wieder rückgängig gemacht? Na, ich kann das natürlich mit Undo machen, ich kann mit Modellversion einfacher in einer Variante ganz frei zu arbeiten, zu entwerfen und dann die Änderungen dann halt im zweiten Schritt zu übernehmen oder halt eben noch nicht zu übernehmen. Gut, kümmern wir uns zunächst einmal um die Außen. Im Moment noch eine 24er Wand an der Stelle hier und wir gehen jetzt mal in den Bereich Bauteile und ich möchte ja ein einschaliges Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem erzeugen. Da stelle ich mir die Parameter jetzt zunächst einmal ein. Wir haben also einmal die 24er Schale, Innenschale und dann die zweite Schicht, das sind 15 cm in unserem Fall. Warum? Weil wir müssen ich möchte gerne auf 39 cm Gesamtdicke dann halt kommen. So, damit habe ich das Ganze jetzt eingestellt und vielleicht kennt der ein oder andere die Funktion gar nicht, dass man also Bauteile auch ersetzen kann. Ja, ich gehe mal aktiv in die Folie, wo unsere Wände sind. Also ich lösche jetzt nicht die Wände, sondern ich habe mir über die Parameter gerade den neuen Wandaufbau festgelegt und wir finden dann hier ganz unten die Funktion Wand ersetzen. Diese Ersetzen-Funktion finden wir auch bei allen anderen relevanten Bauteilen, wo das Sinn macht, wieder. Und das ist natürlich dann ganz einfach. Ich möchte die Wand ersetzen, indem ich einfach die Wand anklicke und dann wird halt aus der einschaligen eine mehrschalige oder eine einschalige mit dem Verbundsystem und das Ganze dann halt aus. Das ist die erste Änderung, die ich da jetzt ganz gern vornehmen würde. Ja, was möchte ich noch ändern? Ich möchte jetzt vielleicht hier auch nochmal eine Tür natürlich einbauen. Ja, wir sind schon in Bauteile, dazu nehme ich jetzt mir eine Fenstertür. Zweiflüglich, die Abmessung, das lasse ich jetzt einfach mal so. Und die wird jetzt dort halt eingebaut. Ja, und so sieht das Ganze dann halt aus. In der Visualisierungssicht können wir uns das auch anschauen. Die hängt so ein bisschen tief. Ich erzeuge mir gerade mal einen Schnitt jetzt in dem Bereich. So, und das ist der Aufbau. Ich messe mir den gerade mal hier auf. Wir müssen das ja vertikal verschieben, das Fenster so ein bisschen. Das sind 30 cm. Genau.
Den Wert, den können wir ja hier auch eintragen, eine Vertikalverschiebung, damit das Ganze dann halt platziert wird. Gut, das wäre schon okay. Als nächstes wollte ich ganz gerne hier noch ein Dach draufsetzen, also sagt an der Stelle einfach nur mal eine Entwurfsvariante, mal zu schauen, wie das dann so gesamtgebäudemäßig dann aussieht. Ja, wir gehen jetzt ins Register Dach, dort wähle ich die Funktion allgemeines Dach. Und zwar möchte ich jetzt zunächst einmal die Referenzlinien erzeugen und mache jetzt so ein paar Einstellungen. Zunächst einmal bei 3,50 Meter Höhe will ich das Dach erstmal anordnen. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie hoch das sein liegen muss. Der Überstand vielleicht nur 20 cm und die Dachneigung nehmen wir mal 6 Grad. Und das Ganze möchte ich auf alle Seiten übertragen. Ja, dann haben wir hier so ein flach geneigtes Zeltdach sozusagen dann, ja. Gut, Sparren möchte ich gar nicht erzeugen, das schalte ich mal aus, auch das übertrage ich jetzt mal auf alle Seiten, da muss ich nicht hier Seite halt abfahren, ich bin ja aktiv im Moment, na, muss ich zu der Seite hier rüber gehen, so. Und ich wollte jetzt in die 2D-Darstellung umschalten. Fetten möchte ich auch nicht erzeugen, da möchte ich nur eine Fußfette erzeugen. Die Fußfette, da geht es mir jetzt um diesen Wert hier, wir hatten ja eine 15er Dämmung, also die soll ungefähr bei 15 cm, 16, 17 cm anfangen und auch das übertrage ich auf alle Seiten. Schichtaufbau, ich möchte das ja entwurfsmäßig betrachten, mache es nur mal eine Schale vor. Material wählen wir jetzt Zinkblech, auch das übertragen wir auf alle Seiten und dann erzeugen wir das Dach zunächst einmal und das können wir uns im 3D mal anschauen. So sieht das im Moment halt aus. Die Grat- und Kehlsparren, die möchte ich jetzt auch nicht sehen. Kehlbalken auch schalte ich mal aus. Also erst zunächst einmal ein ganz einfaches Dach, was ich erzeugen möchte. Warum hängt die Fette jetzt an der Stelle? Da gucken wir mal in den Sparrenbereich. Da hat sich Vicado halt, obwohl ich keine Sparren erzeugt habe, die Höhe der Fette gemerkt. Ja, und es geht mir jetzt auch gar nicht so um das Konstruktive. Das müssen wir natürlich auf alle Seiten auch übertragen, so. Sondern mehr um den Entwurf. So sieht das Ganze halt aus. Und jetzt kann ich das Dach jetzt in der Schnittsicht entsprechend in Position bringen. So soll meine Variante 1 aussehen, also diese Änderungen. Vielleicht möchte ich das auch grafisch natürlich noch anpassen. Vielleicht wollen wir hier oben die Außenfassade auch genauso farblich gestalten wie hier unten im Erdgeschoss. Also ändere ich das jetzt gerade mal, weil ich gucke gerade mal hier in das Bauteil rein. Wir haben da Fassadenelement grün als Material halt hinterlegt. Das gleiche Material benutze ich jetzt einfach mal für die farbliche Darstellung. Für die Wände, für das Wärmedämmverbundsystem. Da wechsle ich in den Bereich Mauerwerk und da sehen wir, mach das mal ein bisschen breiter hier so. Fassadenelement grün. Das übernehmen wir jetzt halt auch. Und ja, sieht noch nicht ganz so aus wie da unten im Erdgeschoss. Das kann jetzt verschiedene Ursachen sein. Wahrscheinlich ist es so, dass in der Visualisierungssicht der Planer halt die Textur anders irgendwie eingestellt hat, wie auch immer. Und ich möchte es aber genauso haben wie hier unten. Da haben wir ja die Möglichkeit, Texturen zu übernehmen. Dazu wechselten wir zunächst einmal in den Katalog, im Bereich Texturen. Und sobald wir den Katalog Texturen geöffnet haben, dann gibt es ein Kontextregister, Katalog und dort gibt es die Pipette, das Abgreifen. Und dann kann ich mir die Textureigenschaften von zum Beispiel dieser Fläche übernehmen und übertrage die jetzt einfach mal. Ja. Ist jetzt ja, wie gesagt, auch so eine erste Entwurfsphase, dann sieht das Ganze dann halt so aus. Ja, und das soll dann halt meine Variante 1 sein. Ja, vom Flachdach hin zu einem flachgeneigten leichten Dach. Wir haben jetzt hier noch ein anderes Fenster jetzt eingebaut an der Stelle und die farbliche Gestaltung soll an der Stelle genauso sein wie unten. Ja, was möchte ich noch ändern in meiner Variante 1? Ich möchte in meiner Variante 1 den Treppenbelag ändern. Der soll nämlich genauso oder ähnlich sein wie, gucken wir das gerade mal so ein bisschen reinfahren, das ist ja so eine graue Fliesentextur, die hier für die Räume verwendet worden ist. Ja, ich markiere jetzt mal meine Massivtreppe hier in meiner Sicht, und zwar alle auf einmal.
Ja, und das ist ja die Änderungsmöglichkeiten, die wir dort halt haben. Ich kann jetzt also den beim Podestbelag, wir haben ja einige Podeste hier, da wähle ich entsprechend Fliese, Treppe, das ist so ein Material, übernehme das schon mal. Und für die Stufen genau das gleiche, da wähle ich das gleiche Material. Ja, jetzt könnte der ein oder andere natürlich sagen, naja, das kann ich ja in meinem Hauptmodell ja genauso eben schnell mal machen. Aber hier nochmal der Hinweis, ich befinde mich jetzt hier in einem separaten Modell, in einer Variante, da kann ich mich austoben sozusagen und ich muss jetzt gar nicht auf die andere Dinge halt achten, wie kann ich es vielleicht eventuell wieder rückgängig machen. Ich muss nicht mit Modellversionen arbeiten, sondern ich kann jetzt einfach Dinge halt mal ändern und sagen, okay, das ist so ein Stand von meinem Modell, da möchte ich ganz, ganz gerne mal in mein Hauptmodell übertragen. Ja, das ist jetzt das Stichwort übertragen. Und für das Übertragen nutzen wir jetzt welche Funktion? Ja, das Modell vergleichen halt hier. Ja, Modell vergleichen bedeutet jetzt, ich starte jetzt mein Hauptgebäude, also das Gebäudemodell. Das ist dann mein sogenanntes aktives Modell. Nochmal so zur Erinnerung, wir können Dinge immer nur vom Vergleichsmodell ins aktive Modell übernehmen. Ja, und starten möchte ich jetzt hier halt auch nochmal mit der Gesamtvisualisierungssicht. Alles andere lasse ich mal ausgeschaltet. So, ich mache das mal so groß. Das ist unser aktives Modell. Und ja, ich starte jetzt schon mal direkt den Modellvergleich. Also Modellvergleich wählen wir jetzt aus die Variante 1. Also das ist das, was ich gerade bearbeitet habe. Und ja, da kriegen wir jetzt natürlich Hinweise. Es dauert jetzt ein bisschen länger. Aber klar, wir haben ja ganz viele Objekte hier drin, gerade so hier dieser mit sehr vielen Polygonen, die müssen auch miteinander verglichen werden. Also wenn ich so einen Baum verschoben hätte, dann würde der hier natürlich mit auftauchen. Das sind, bei 10 Objekten gibt es halt Unterschiede. Ja, und das können wir natürlich hier im Fenster Modellhinweise uns anzeigen lassen. Ich platziere jetzt mal dieses Fenster an einer anderen Position, das ist ja hier möglich, ich packe das mal hier unten hin und dann haben wir hier unten ein eigenes Register halt und dann haben wir möglichst viel Arbeitsfläche zur Verfügung. Ja, für die Übernahme oder für das Ändern, da möchte ich jetzt mir eine zweite Visualisierungssicht erzeugen. Also ich arbeite jetzt mal in diesem Fall nicht mit 2D, mit Draufsichten. Die Sicht kriegt dann den Namen Vergleichsmodell. Und ja, in diesem Fenster Vergleichsmodell, die setze ich jetzt sichtmäßig auch mal nebeneinander. So, das ist mein Vergleichsmodell. Da können wir in der Modellstruktur, im Fenstermodell, natürlich entscheiden, dass wir da eben nicht unser aktives Modell sehen wollen, nur das Vergleichsmodell sehen wollen. So, damit ist das so eingeschaltet. Jetzt haben wir links unsere Variante 1 an der Stelle sichtbar und rechts an der Stelle unser aktuelles Modell. Gut, im Fenster Modellhinweise können wir jetzt halt arbeiten. Wir finden hier unten rechts jetzt Hinweise. Es geht einmal um entfallene Objekte, geänderte Geometrien und auch geänderte Materialien. Das wären sicherlich die Massivtreppe und die Wände halt auch. Und es gibt natürlich auch neue Objekte, ja, also das Dach und das Fenster. Also das wird jetzt hier schon mal ganz sinnvoll angezeigt. Ja, wie geht man hier vor? Ich würde jetzt auch hier strategisch so ein bisschen vorgehen. Ich würde jetzt zunächst einfach alle entfallenen Objekte mal markieren. Ah, muss es gerade mal ausklappen. Das sind ja die Außenwände oder Teile der Außenwand. Das sind die Fassadenelemente, rechte Maustaste. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Im Grunde genommen genau das gleiche, was wir jetzt in dem Vergleichsmodell ja auch gemacht haben. Ich übernehme das Ganze. So, und damit haben wir die Fassadenelemente gelöscht. Es gibt dann noch den Dachaufbau, der da oben drauf war. Den übernehme ich jetzt halt auch. Dann das Deckenelement, was da oben im Dachbereich drauf gelegen hat, das übernehme ich auch. Und dann hat die Außentür, die soll natürlich auch übernommen werden. Das heißt, es wird in meinem aktiven Modell, wird diese Öffnung jetzt gelöscht. So sieht das Ganze aus. Ja. Damit haben wir quasi so den Stand erreicht am Anfang von unserem Vergleichsmodell. Und ja, jetzt gehen wir wieder auf die Geometrie. Und da sehen wir halt, dass wir da Unterschiede noch sehen. Und wenn wir jetzt mal hier so klicken, das sind dann die,
Die Innenwände, das sieht ein bisschen anders aus. Das sind die nicht tragenden Wände und wir haben natürlich auch die Außenwand. Und auch hier muss man halt überlegen, was übernehme ich jetzt erstmal? Bei dieser nicht tragenden Innenwand ist es natürlich so, dass unter Umständen das Dach einen Einfluss hat. Dass deswegen halt auch der Unterschied angezeigt wird. Also gehe ich jetzt hier folgendermaßen vor. Ich übernehme jetzt zunächst einmal bei den Außenwänden die Unterschiede. Wir machen aus der einen Schaligen jetzt eine mehrschalige und ich gehe jetzt auf Übernehmen. Jetzt kriegen wir einen Hinweis. Das wird Ihnen auch passieren. Es geht um die Verschneidungsregeln. Die Bauteile verschneiden sich ja miteinander und das wird jetzt bei diesem ersten Bauteil wird das halt angezeigt an der Stelle. Und zwar, dass es da Probleme gibt unter Umständen. Das wird ja im Moment noch nicht so ganz so richtig verschnitten miteinander. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter, übernehme mal die nächste Wand. Auch hier kommt nochmal so ein Hinweis, passt auf, da bei der Verschneidung ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann die nächste Wand, ich übernehme das zunächst einfach mal. So, und dann haben wir die letzte Wand noch, die vordere Wand, da übernehme ich das halt auch. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Ja, und damit hat sich die Verschneidung, diese Information halt schon erledigt, weil die Wände verschneiden sich jetzt also auch richtig an der Stelle. Jetzt wird hier noch was angezeigt, zwischendurch einfach mal auf wieder ermitteln, also sozusagen aktualisieren. Ja, und dann werden mir nur noch die Dinge halt angezeigt, die jetzt übrig bleiben. Und jetzt ist es wieder so, jetzt bleiben natürlich doch noch wieder Objekte übrig. Woran kann das vielleicht liegen? Wir erzeugen jetzt einfach mal das neue Objekt Dach. Und dann kann es sein, dass sich auch diese Unterschiede dann halt eben verflüchtigen, sich nicht mehr angezeigt werden. Ja, die Dachkonstruktion ist ja neu. Das heißt, wir haben jetzt hier von der Baumstruktur auch nur die eine Anzeige. Ich übernehme das Ganze jetzt einfach mal. Ja, und dann sehen wir schon, dass sich ganz viel geändert hat. Wir haben jetzt im Grunde genommen diese ganzen Unterschiede, die noch bei den Wänden, bei der Innen- und bei den Außenwänden angezeigt worden ist, die werden jetzt gar nicht mehr aufgelistet. Wir haben nämlich keine Unterschiede mehr, weil die Verschneidung des Daches mit den Wänden halt jetzt gegriffen hat. Das Fenster ist natürlich neu, logischerweise. Auch das übernehme ich jetzt. Ja, dann sieht das Ganze dann so aus. Gut, was bleibt noch übrig? Das ist so das Thema Treppenbelag. Das war ja eine Änderung, die ich da vorgenommen habe. Generell, grundsätzlich kann man natürlich auch die Treppengeometrie verändern, Steigungsverhältnis und sowas verändern. Auch das wird berücksichtigt und wird übernommen. Ja, fangen wir unten halt an. Wichtig hier ist natürlich immer auch zu checken oder zu überprüfen, will ich das nicht an der Stelle. Die Möglichkeit hat man jetzt ja halt auch. Da nochmal der Hinweis, wenn ich das alles in einem Modell machen würde, müsste ich mir immer schon Gedanken machen, wie kann ich das gegebenenfalls wieder rückgängig machen. Ja. Also hier können wir einfach dann auf Übernehmen klicken. So, und zum Thema rückgängig machen, das werde ich dann, falls wir noch Zeit haben, auch dann nochmal mit der Funktion Modellvergleich dann so eine Möglichkeit halt darstellen. Kann natürlich auch sein, dass diese Änderungen, die wir jetzt hier vorgenommen haben, dann vielleicht doch nicht so sein sollen. Gut, das war meine erste Änderung. Erste Szenario, was ich zeigen wollte. Ich verlasse jetzt mein Hauptmodell wieder. Und in unserer ersten Übersicht hatte ich ja auch erwähnt, dass man nicht unbedingt immer von dem Hauptgebäudemodell ein Duplikat erstellen muss, um das wieder miteinander vergleichen zu können, sondern dass ich auch schon eine Variante mir nehmen kann und da mir ein Duplikat erstellen kann, mit dem ich dann halt arbeite. So, das ist dann mal eine Variante 2 und da schreibe ich jetzt mal so als Hinweis rein. Dachterrasse, ja. Also ich möchte im Dach nochmal etwas verändern, als zweite Entwurfsvariante. Da mache ich es mir jetzt ein bisschen einfacher, da werde ich nicht ganz so viel ändern. So, da sind wir jetzt ja im Stand von der Variante 1 und ich habe mir halt überlegt, vielleicht soll dieser obere Dachbereich so als Dachterrasse mal ausgebaut werden für die Mitarbeiter. Wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn es hier so eine Art Überdachung geben würde. Das würde ich jetzt einfach mal einpflegen. Die Änderung nehme ich natürlich im Grundriss mal vor, so in die Draufsicht hier. Und da würde ich das Ganze gerne trimmen. Ja, beim Dach ist es so wichtig, so ein kleiner Tipp am Rande auch, wenn ich diese vordere Kante nehme, dann ist es eine Abschleppung.
Wenn ich aber die Referenzlinie anklicke, dann wird also die Dachgeometrie neu erzeugt, und zwar auf Basis der Referenzlinie, wie wir sehen. So soll das Dach geändert werden, eine kleine Änderung, damit das dort an der Stelle auch entsprechend Unterstützung hat, hier außen. Ja, hier mache ich es entwurfsmäßig, stelle ich da mal eine Stahlstütze drunter. So, das wären dann Dreierquerschnitt. Da möchte ich ein Rechteck Hohlprofil halt haben. MSHQ, da wähle ich mir jetzt mal irgendeins aus hier. Ja, vielleicht ein 100er irgendwie. Und wie gesagt, ich achte jetzt auch gar nicht groß auf das Konstruktive hier. Ich setze das einfach mal da so ab. Und da auch nochmal so ab an der Stelle. Es geht ja um, sind ja in der Entwurfsphase. So sieht das Ganze jetzt halt aus. Ja, das ist meine Variante 2. Und damit verlasse ich jetzt das Modell wieder. Und gehe wieder mein Hauptmodell, weil ich diese Änderung halt ganz gerne übernehmen möchte wieder. Gleiches Spiel wie eben auch. Ich öffne gerade die beiden Sichten. Das übernehme ich mal so wie gerade zuletzt geöffnet. Und wir starten. Das linke Fenster ist logischerweise noch leer. Da gibt es ja noch kein Vergleichsmodell, was angezeigt werden kann. Das starte ich jetzt halt mit der Vergleich. Und da wählen wir jetzt unsere Variante 2 aus. So, dann müssen wir natürlich hier in der Sicht im Fenstermodell auch das sichtbar schalten. Da soll, na, jetzt ist es da. Da soll mein Vergleichsmodell sichtbar werden. Ja, da haben wir den aktuellen Stand in unserem Hauptmodell. Und ja, das Vergleichen, das machen wir jetzt einfach so. Das sehen wir jetzt hier an dieser Stelle ja schon so. Es gibt neue Objekte, das sind die Stützen. Es gibt geänderte Geometrien. Ja, da gibt es also die Außenwand, die wird jetzt mir als Unterschied angezeigt. Warum? Ja, logisch, weil wir das Dach ja verändert haben und die Verschneidung mit dem Dach ist halt anders. Also wie würde man strategisch jetzt vorgehen? Klar, wir ändern zunächst einmal die Dachkonstruktion und dann wird sich der Unterschied von alleine halt auflösen, denke ich mal. Also rechte Maustaste für den Unterschied übernehmen. Und dann sehen wir halt, dass sich die Wand neu verschnitten hat und dadurch ist auch kein Unterschied mehr zu diesem Modell gibt. Ja, die Stützen wollen wir natürlich auch dazu nochmal erzeugen. Übernehmen. Ja, Unterschied übernehmen. Dann bekommen wir jetzt in unserem Hauptmodell die Stütze halt integriert. Und dann haben wir halt unsere Variante 2 jetzt auf unser Hauptmodell übertragen. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende, am Schluss. Na, so, das wollte ich ja groß machen. So, das ist unser Gebäudemodell im aktuellen Zustand. Ich speichere das Ganze mal ab und ich verlasse das Ganze. Ja, und abschließend würde ich ganz gerne noch Folgendes zeigen. Unser Bürogebäude hat jetzt quasi Inhalte von der Variante 1 und von der Variante 2. Das ist so der aktuelle Entwurfsstand. Jetzt kann es natürlich sein, dass also diese letzte Änderung, diese Variante 2 mit diesem ein verlängerten Dach, das passt überhaupt nicht. Das wollen wir jetzt rückgängig machen. Und da hätten sie natürlich jetzt ein Problem, wenn sie nur in einem einzigen Modell gearbeitet hätten. Ja, vielleicht hätte man sich Modellversionen angelegt, aber das ist vom Handling her natürlich nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass diese Möglichkeit, Modelle miteinander zu vergleichen, dass man sich also verschiedene Variantenmodelle halt anlegt, dass das eine viel, viel einfache Möglichkeit ist, halt solche Entwurfsmodelle auszuprobieren. Ja, und ich möchte jetzt im Grunde genommen das Ganze wieder rückgängig machen. Also ich möchte die Variante 2, das gefällt jetzt an der Stelle jetzt nicht mehr. Das würde ich jetzt ganz gerne wieder rückgängig machen. Und dazu starte ich jetzt wieder mein Hauptgebäudemodell. Das wäre dann auch meine letzte Bearbeitung, die ich heute zeigen möchte. Ja, ich wähle jetzt vom Vergleich her die Variante 1 aus. Das ist die erste Variante, die ich ja erstellt habe. Von den Sichten her ist es jetzt wieder so, wie ich gerade untersucht jetzt die Unterschiede, findet auch entsprechende Unterschiede. Wir haben jetzt hier das aktive Modell auf der linken Seite in diesem Fall und auf der rechten Seite, ja, gucken wir gerade, ob das richtig geschaltet ist schon.
Genau, da haben wir das Vergleichsmodell und das in dieser Sicht haben wir halt unser aktives Modell. So, und die Unterschiede, die werden mir jetzt hier wieder angezeigt. Es gibt entfallene Objekte, also da können wir vielleicht auch mal mit starten. Also das sind diese Stützen, das möchte ich jetzt wieder rückgängig machen. Und die zweite Stütze, die übernehme ich auch, das heißt, die ist jetzt wieder verschwunden. Und jetzt müssen wir uns nur noch um die Dachkonstruktion halt kümmern. Auch hier wird wieder angezeigt, dass es bei der Wand, bei der Außenwand noch ein Problem gibt. Logisch, weil die Dachkonstruktion hier ja eine andere ist als hier. Also würde ich jetzt strategisch jetzt zunächst einfach mal das Dach jetzt übernehmen. Ja, und dann haben wir auch keine Unterschiede mehr. Ja, damit bin ich am Ende. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Resümee im Registermodell oder Hinweise, allgemeine Hinweise, haben wir die neuen Schaltflächen Modellvergleich und Modellkontrolle. Modellkontrolle ist ja ganz wichtig. Könnt vielleicht die Modellkontrolle, ich mache mal gerade eine Sicht auf, noch eine Draufsicht auf. Die Modellkontrolle ist natürlich immer ganz wichtig. Erstes Obergeschoss eigentlich ganz egal. Ups. Modellkontrolle ist immer ganz wichtig, während der Bearbeitung einfach mal zu checken, gibt es irgendwo Probleme. Ja, Modellvergleich. Also gerade mal gucken. So, das irritiert mich jetzt gerade, dass die Schaltfläche nicht mal, dass sie inaktiv ist. Das werde ich aber im Nachgang nochmal prüfen. Ja, ich kann Modelle kontrollieren. Da geht es im Wesentlichen halt um die Überlappung, Bauteile, die aneinander liegen, herauszufinden, die später Probleme machen können bei der Bearbeitung. Es geht darum, weit entfernte Objekte sich anzeigen lassen zu können. Ja, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Werkzeug. Weil man dann natürlich selber als Anwender direkt auch solche Probleme herausfinden kann und vielleicht auch so den Weg über die Hotline halt nicht unbedingt dann vornehmen muss. Ja, ich darf mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und